Hallo, heute ist wieder ein fantastischer Tag für Bücher. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil ich euch Bücher zeige und das sind ja auch Produkte und die könntet ihr unter Umständen haben wollen. So, hinter der Kamera sitzt die Sena. Ja, hi meine Lieben. So, und ich zeige euch mal, was wir bei unseren Räubertouren wieder zusammengetragen haben. Ihr wisst es ja, Tauschregale, unsere heimliche Leidenschaft. Und ja, es war ein... es war nicht ein Raubzug, es waren mehrere. Also ab und zu mal hier ein Buch und da ein Buch und man bekommt ja auch noch mal so ein paar Bücher. So, fangen wir also einfach mal an hier mit Martha Grimes Blinder Eifer. Ich weiß nicht, ob das zu einer Reihe gehört. Das ist Inspector Jury, soweit ich weiß. Es ist Inspector Jury. Von dem wir euch ja schon mehr berichtet haben. Hier steht aber nichts davon. Doch, da steht er, Inspektor Jury. Also ihr wisst, den ersten Teil habe ich bis jetzt gelesen und die lege ich mir jetzt alle schön an die Seite, bis ich zumindest so die ersten 5 oder 3 wenigstens zusammen habe, dass ich dann gleich in einem Zug lesen kann und nicht immer wieder rausfliege aus der Geschichte. So, dann habe ich hier von Jean Plaidy, besser bekannt als Victoria Holt, Lilith. So, das sieht schon ein bisschen mysteriös und dunkel aus, finde ich. Und ich lese euch den Klappentext vor. Ihr wisst es ja, Klappentexte und so weiter, Covergestaltung und was damit zusammenhängt. Die Rechte liegen natürlich immer bei den Verlagen. So, das Landhaus einer mächtigen Familie in Cornwall und das luxuriöse London. Das sind die Schauplätze dieses spannenden Romans aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die junge Lilith, die aus ärmlichsten Verhältnissen zu Luxus und Reichtum aufsteigt. Ich hoffe, dass mir das auch irgendwann mal beschieden sein mag. Ja, das sind so Träume, die jeder ja irgendwo hat. Ich mag das ja, diese Zeit auch, in der das Ganze spielt und ich hoffe, dass das gut ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Victoria Holt ist ja ein sehr bekannter Name. Also ich kenne einige, die Victoria Holt sehr, sehr gerne lesen. Ich habe von ihr noch nichts gelesen. Ich habe noch was auf dem Sub liegen. Ja. Ja, und das hat so ein tolles Cover. Ich denke, das wird vor Lilith rankommen. Aber was man schon mal hat, das hat man schon mal. Und ich habe es ja gerne, wenn ich eine möglichst große Auswahl habe. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz Leckerem. Wir kommen zur Schokolade, Verführung pur. Schaut euch das an. Ja, und da sind richtig schöne, schaut mal, Schokotäschchen mit Karamell. Ich liebe solche Fotos und da kann man sich dann doch schon ein bisschen satt essen. Ich finde, das sieht auch sehr lecker aus. Mädel, das ist jetzt gemein. Ja, ich weiß. Ich habe heute noch nichts gegessen und gestern habe ich auch nichts gegessen, weil es mir nicht gut ging. So, aber ich finde, das macht doch jetzt kriege ich Hunger. So, eins zeige ich euch noch. Ich suche mir was ganz Besonderes aus, was ganz besonders Schönes. Naja, das wird immer schwierig. Wenn man auf Anhieb irgendetwas finden möchte... Für mich gibt es gleich Erdbeeren. Ich hab's. Sina, mach einfach die Augen Erdbeeren, zu. Erdbeeren, Banane und es Joghurt. Es sind Croissants mit Schokokaramellfüllung. Mach die Augen zu, es sieht mehr als hinreißend aus. Ich habe noch nie Schokoladencroissants gemocht. Noch nie. Doch, das ist für mich das ekligste ever. Also ich mag sie hier nicht, aber im Disneyland habe ich immer Minimum ein Schokocroissant gegessen, weil die waren einfach Zucker, einfach mega, mega lecker. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Phänomen. Wenn man in Frankreich ist, dann schmeckt das Baguette besser, dann schmeckt das Croissant besser, dann schmeckt das alles besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß noch immer, wenn wir in Frankreich waren, habe ich gerne stilles Wasser getrunken. Kaum waren wir über die Grenze, hat das stille Wasser nicht mehr geschmeckt. Irgendwann dann mit 16, 17, 18 habe ich mich wieder auf stilles Wasser umgestellt, hier auch in Deutschland. Aber in Frankreich war es tatsächlich immer so, dass ich stilles Wasser bevorzugt habe. Ja, es ist habe. Komisch, ne? Also genau wie Baguette und mit Käse und so weiter, habe ich immer da wesentlich lieber gegessen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Kennt aber ihr das Croissants auch? Liebe ich. Ich liebe Croissants. Aber ich mag sie wirklich nicht mit Schokolade. Also wie gesagt, außer im Disneyland haben mir die nie geschmeckt. Also ich käme hier auch nicht auf die Idee, mir ein Schokocroissant zu bestellen. Wäre ich im Disneyland, würde ich es wieder tun. Aber wir sind ja eh nicht so sehr die Schokoladen-Heinis, ne? Das stimmt.
Also das ist auch für mich Kalorien, die ich nur ungern ausgebe. Also ich habe ja, man hat ja so eine gewisse Kalorienzahl am Tag, die man nicht überschreiten sollte. Und da kann man sich dann halt überlegen, wofür man seine Kalorienpunkte ausgibt, sozusagen. Ja, obwohl ich mag, eine Freundin, das war ganz gemein von ihr, du bist gegrüßt und gleichzeitig verdammt, hat mich auf die Idee gebracht, es gibt Schokolade mit Meersalz. Und die schmeckt richtig gut. So blöd es sich das im ersten Moment für mich angehört hat, habe ich gedacht, mit Salz, das kann ja nichts werden, aber... Hallo, das schmeckt richtig gut. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich mag nur weiße Schokolade. Das ist ja, das die mag ich allerdings auch mit Kokos, möglichst. Nee, mit Kokos mag ich sie nicht. Ich mag sie aber mit Haselnuss. Das mag ich total gerne. Oder mit diesen Crispy-Sachen drin. Das mag ich. Also weiße Schokolade mag ich, aber ich mag kein... Schokolade ist nicht meins. Also ich, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, okay, hier sind deine Kalorienpunkte, du kannst was Süßes oder was Salziges essen, entscheide ich mich garantiert fürs Salzige. Also garantiert, wenn ich jetzt eine einsame... Außer es ist warm und ich will Eis. Eiscreme ist nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, noch eine andere Süßigkeit. Aber ansonsten würde ich mich immer... eher für die salzige Variante. Also wenn ich jetzt nachts einsam in meinem Bettchen liege und ich möchte es mir besonders gemütlich machen und ich weiß, ich habe eine Tafel Schokolade da unten liegen, meinetwegen auch zwei, und ich habe eine Tüte Chips da liegen, weiß ich, was ich mir hole. Chips haben nur eine sehr kurze Überlebensdauer bei uns im Haushalt. Also Schokolade... die wird auch mal schlecht. Also die schmeißen wir dann auch irgendwann mal weg. Wir schmeißen Schokolade regelmäßig weg. Wir haben Hunger auf Schokolade, nehmen uns eine Tafel mit und die Hälfte der Tafel landet im Müll. Genau. Es sei denn, es ist die ganz dunkle, also diese mit Kakao. Die ist auch schon oft genug über die Wupper gegangen. Wir vergessen sie dann auch, aber Chips vergessen wir nie. Nein, das weiß ich. Dafür habe ich irgendwo so ein ganz bestimmte Ecke in meinem Gehirn, wo immer ist, im Lager sind noch Chips vorrätig. Und da stehe ich dann nachts tatsächlich auch nochmal auf, egal wie kalt es vielleicht auch sein mag, aber die hole ich mir dann. Chips, Flips, diese ganzen Sachen, ja. Das ist... Salzstangen, Salzbrezeln... Erdnüsse, pikant und weniger pikant. Alles, was salzig ist, dafür stehen wir nachts aus. Fett und Kalorien. Und Fett und Kohlenhydrate. Genau, aber keine Schokolade. Also für Süßigkeiten oder Kuchen oder so kann man uns in der Regel nicht begeistern. Also aber da kann ich mich auch zusammenhalten. Also bei Chips sieht das anders aus. Ja, das Problem ist nur, ich schmeiß nicht gerne Sachen weg. Ich auch nicht. Das heißt, Mom macht so ein ganzes Kuchenblech. Ja, ich habe ja meine Abnehmer. Und wenn es keiner abnehmen will? Sie wollen immer. Nur ich kriege irgendwann dann ein Verbot. Muss ich es essen? Ja. So, und Ma sagt, ah nee, ich kann nicht mehr. So, und dann summieren sich die Kilos von Essen, das ich eigentlich nicht mag, weil ich bin kein Kuchenfreund. Also ich bitte euch, wenn man so ein ganzes Ding hat mit Muffins, reicht es mir, wenn ich einen esse? Weiß ich, wie er schmeckt und mein Zuckerkonsum ist gedeckt. Für die nächsten Wochen. Für die nächsten Wochen. Aber da ich gerne backe, wenn ich erstmal wieder auf dem Backtrip bin, sieht das schlecht für meine Umwelt aus. Ja, also mich kannst du in Zukunft damit verschonen. Aber gut, wir haben ja noch Nachbarn. Genau. Die sind willig, vor allen Dingen, wenn ich Waffeln backe. Und schön mit Schlagsahne und so. Sehr lecker. So, Katie Forde, Sommer der Liebe. Komm mal endlich von diesem Thema weg. So, südenglisches Landidyll und Liebesglück im Doppelpack. Um der hektischen Großstadt zu entfliehen, ist Sian mit ihrem kleinen Sohn aufs Land gezogen. Während sie mit Hingabe ihren Garten bepflanzt, lernt sie die fröhliche Fiona kennen, die ja bald eine mütterliche Freundin wird. Beide sehen sich nach ein wenig frischem Wind in Sachen Liebesleben. Daher nutzt Fiona hoffnungsfroh das Partnerbörsenangebot im Internet. Und Sian zeigt sich geneigt, den Avancen eines treuen Verehrers nachzugeben. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Hört sich ganz gut an. Ich habe, glaube ich, von Katie Forde... schon mal was gelesen. Habe ich schon mal? Ich glaube. Also bei mir liegt jetzt gerade, weil du bist jetzt ja nicht mehr auf dem Wohlfühltrip gerade. Bei mir, die sind ja jetzt alle zu mir geflogen. Das heißt, das wird jetzt auch zu mir fliegen. Und ich glaube,
Du hast schon mal was von ihr gelesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also der Name ist mir jedenfalls mehr als geläufig, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ich merke mir ja weniger die Autoren, es sei denn, ich habe so ein riesen Aha-Erlebnis, aber das habe ich selten. So, dann haben wir von Tanja Blixen, Die Rache der Engel. Zeig euch das. So, Lukan und Susine sind froh, als Pflegetöchter mit Pastor Penhello nach Frankreich gehen zu können. Doch schon bald kommt ihnen der schaurige Verdacht, dass sie in höchster Gefahr schweben. Und Tanja Blixen sagt euch vielleicht was. Sie hat Jenseits von Afrika geschrieben, das ja auch verfilmt wurde mit Meryl Streep und Robert Redford. Ich hatte damals gelesen oder gehört das Buch African Queen. Nee, nicht African Queen. Das hast du gelesen. Das habe ich gelesen, das war von Tim Abel. Oh Gott, wie hieß denn das? Auch irgendwas mit African Lady, kann das sein? Über diese erste Fliegerin? Fand ich nicht so. Ich habe mich riesig drauf gefreut, fand ich aber nicht so. African, was hatte ich jetzt eben gerade gesagt? Queen? Nee, es war ja nicht Lady. Also ich versuche es herauszufinden und verlinke es euch. Wo es ja auch darum geht, über diese Kolonialherrschaft damals und naja, egal, jedenfalls lernt, das war einfach nur ein biografischer Roman. Und da taucht auch Tanja Blixen auf. Und es hat mich irgendwo fasziniert. Also habe ich obwohl ich mit Afrika wirklich nichts am Hut habe. So, dann habe ich angefangen zu lesen Jenseits von Afrika, fand es auch gut vom Schreibstil, bin aber irgendwie rausgekommen. Vor allen Dingen, weil ich immer gewartet habe, dass da unerfreuliche Jagdszenen oder sowas kommen. Und Tanja Blixen, das ist also Jenseits von Afrika, ist wirklich die Lebensgeschichte von Tanja Blixen. Tanja Blixen war, glaube ich, ich möchte es jetzt nicht falsch sagen, die dann nach Afrika gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, aus Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob ihr Mann das ganze Vermögen weggezockt hat. Sie hatte sich dann jedenfalls total verliebt in diesen Großwildjäger. Ich glaube, er war auf jeden Fall Jäger da unten. Ich glaube, er hat die ganzen reichen Typen, die meinten, sie müssten dann Elefanten oder sowas abknallen, durch die Gegend geführt. Und der ist dann ja abgestürzt mit dem Flugzeug und das höre ich gerade gerne, ja. So, und ist dann halt nach Dänemark wieder zurückgegangen. Hatte aber, glaube ich, keine Kohle mehr und hat dann angefangen zu schreiben. Keine Ahnung, ob ich die Bio jetzt richtig auf den Zug habe. Also ich würde sagen, 50% stimmt vielleicht. Aber das ist zumindest mir im Kopf geblieben. Und Tanja Blixen gehört zu den großen Autoren. Das ist jemand, über den auch immer mal bei Wissenspodcasts oder so immer mal wieder auftaucht der Name. Also ja, vielleicht ganz gut mal was von ihr zu lesen. Jenseits von Afrika. Genau. So, von diesen Krimis habe ich euch schon erzählt, ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich Teile davon weggegeben habe, weil ich gedacht habe, okay, du kriegst die Teile nicht zusammen und es ist immer verflucht schwierig, da wieder reinzukommen. Und du kriegst sie nicht so in einer Ausgabe. Nein, also das sieht ja irgendwo im Regal aus wie kunterbunt zusammengekramt, aber ist mir eigentlich auch egal. So, Rita Mae Brown und Sneaky Pie Brown, das ist ihre Katze, haben zusammengeschrieben, die Katze lässt das Mausen nicht und Maus eben aus. So, und ich werde euch jetzt nicht den verlinken. Ich werde euch den ersten Teil, Schade, dass du nicht tot bist, verlinken. Genau, und der war wirklich sehr, sehr interessant. Ich mag das absolut. Es geht halt, ich weiß nicht, wie heißt sie? Keine Ahnung, auf alle Fälle hat sie arbeitet, sie hat eine kleine Poststelle und sie hat eine Farm und sie hat eine Katze und einen Hund. Die beiden helfen immer mit, die Fälle zu lösen, weil die Menschen ja nun mal so schlechte Instinkte haben und ja auch nicht gut riechen können und so weiter. Aber es ist nicht so, dass die Tiere sprechen können. Die Tiere müssen sich immer was einfallen lassen, damit sie halt ihre Leute da auf diese Sachen hinweisen können. Die Tiere sprechen aber untereinander. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sie haben untereinander können sie reden, aber gegenüber den Menschen müssen sie sich dann halt bemerkbar machen.
Ja, und gegenüber in dem Lebensmittelladen, da ist eine ganz dicke Katze. Klar, die wird den ganzen Tag gefüttert, die kann kaum laufen, aber da laufen natürlich interessante Informationen zusammen. Ich glaube, heißt die Pewter. Ich weiß es gar nicht mehr. Der Hund ist jedenfalls ein Corgi. Und auf der Farm leben noch zwei Pferde und ein Opossum und ich glaube eine Eule. Das Opossum finde ich auch total süß. Danach wollte ich ein Opossum haben, habe ich mir aber wieder ausgeredet. Finde es gar nichts mehr. So. Aber wie gesagt, die haben eine fortlaufende Story. Es sind ganz schön viele Leute. Es ist immer sehr clever gemacht. Also sind auch nicht so Wohlfühlkuschel. Also die sind schon etwas, will nicht sagen super hart, aber schon ein bisschen härter die Fälle. So, Una Choi, Mutter macht Geschichten, das ist ganz witzig. Haben wir schon gelesen, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir es sogar hier vorgestellt. Haben wir, ich habe es gefunden, ich habe es echt gefunden, wir haben es auf dem Kanal. Wir sind fleißiger, als ich immer denke. Wir können uns nämlich nicht mehr wirklich an das Buch erinnern, aber Una Choi war eine Autorin, die wir gerne gelesen haben und jetzt in einem Anfall von Dummheit, anders kannst du es nicht sagen, haben ja, wir haben eine ganze Sammlung von der Frau irgendwo mal im Tauschregal entdeckt. Und haben jetzt aus purer Blödheit, wir brauchen dringend Platz und werden wir das in den nächsten 2 Jahren lesen, haben wir die ganzen Bücher wieder weggegeben. Ja, und wir haben unseren ganzen Sub ja so geschrottet, so klein gemacht, dass es fast beängstigend ist. Auf der anderen Seite ist das schon wieder ganz schön groß. Aber wir haben gute Bücher weggegeben und Una Choi, Mutter macht Geschichten, war wirklich sehr amüsant. Wir haben richtig unseren Spaß gehabt. Das tauschen wir jetzt aber aus. Genau, wir hatten es erst in einer völlig beklebten Stickerform. Ja. Das seht ihr, glaube ich, noch in dem Video. Vorne drauf, ne? Ja, dann hatten wir das ohne die Sticker, weil wir hatten es irgendwie bei Book Crossing oder so gedingst. So, dann hatten wir das ausgetauscht gegen die nicht bestickerte Dings und jetzt haben wir es in einer Ausgabe, mit der wir jetzt erstmal zufrieden sind. So. Es ist jedenfalls eine niedliche Geschichte. Ich verlinke euch das unten. Guckt vielleicht mal rein. So, und ich habe jetzt einen Titel, der mich wirklich vor Schwierigkeiten stellt, von Lili Barrett. Das Buch heißt Schutzbe. Wird das so ausgesprochen? Nein, es wird anders. Wir sind leider des Jüdischen nicht mächtig. Also so schade das auch ist, aber ich zeig's euch. Sprecht es aus, wie ihr wollt. Fragt jemanden, der es vielleicht wissen könnte. Ich werde mich auch nochmal schlau machen. So, Weil es hört sich echt gut an. Ich glaube, das wird dir gefallen, Marc. Ich finde, es hat das Potenzial, dass es dir gefallen könnte, das Buch. Genau. Und hinten steht drauf, Lily Brett erzählt diese Vater-Tochter-Geschichte so wunderbar selbstironisch, dass man nicht genug bekommen kann, hat die Brigitte geschrieben. Und der neue Roman der Erfolgsautorin ist die zu Herzen gehende Love-Story eines Holocaust-Überlebenden im heutigen New York, hat Women Wien gesagt. Und es geschehen wahre Wunder in diesem Buch, Nürnberger Nachrichten. Ich glaube, du solltest den Klappentext innen lesen. Aber, weil ich finde, es hört sich wirklich so an, als wenn es dir gefallen könnte. Hatten wir gesagt, dass Klappentext und so alle Rechte beim Verlag und so weiter? Weil ich musste noch meinen Blog suchen. Gut, also. Damit ich euch die Sachen unten verlinken kann. Mhm. Ruth kann nicht begreifen, dass ihr Vater Edith vor wenigen Wochen erst von Melbourne zu ihr nach New York gezogen, weit davon entfernt ist, einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Und das Lebensabend überhaupt der falsche Begriff ist für den munteren 87-Jährigen, der sich erst im Ruths Korrespondenzbüro nützlich zu machen versucht und wenig später ein Verhältnis beginnt mit der, viel zu jung, wie Ruth findet, Polin Sophia, 69 Jahre alt. Als Edith zusammen mit Sophia und deren Freundin Valentina auch noch ein Restaurant an der Lower East Side eröffnen will, das auf polnische Fleischbällchen spezialisiert ist, bangt Ruth gleichermaßen ums Erbe und um ihre Nerven. Ja, und das hört sich wirklich fantastisch an. Das muss also ziemlich weit nach vorne. Habe ich doch gesagt, das hört sich an, als wenn es dir gefallen könnte. So, und ein Buch, das ich auch sehr interessant finde. Das habe ich so oft gesehen in den sozialen Medien. Da muss noch der Sticker runter. Und zwar von Daniel Speck, Bella Germania. Eine packende Geschichte und wunderschön erzählt, meint zumindest Jan Weiler. So, worum geht es? Eine großdeutsche italienische Familiengeschichte in 3 Generationen. München 2014. Die Modedesignerin Julia ist kurz vor dem ganz großen Durchbruch. Als plötzlich ein Mann namens Vincent vor ihr steht, der behauptet, er sei ihr Großvater, gerät ihre Welt aus den Fugen.
Mailand 1954. Der junge Vincent fährt von München über den Brenner nach Mailand, um dort für seine Firma zu arbeiten. Er verfällt dem Charme Italiens und er begegnet Giulietta. Es ist Liebe auf den ersten Blick, doch sie ist einem anderen versprochen. Ja, hört sich auch sehr, sehr gut an. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht könnt ihr mir da auch einen Tipp geben. Und das hört sich doch gut an. Ich zeige es euch gleich. Was ich da sah, war keine Fremde, sondern ein Echo meiner Seele aus einer vergangenen Welt. Kann man es schöner sagen? So. Ist hinten auch noch was? Gucken, gucken. Nein, steht nochmal genau dasselbige. Also, falls ihr das kennt, sagt mir, ob das Buch wirklich so gut ist, wie es sich anhört. So, und hier meine ich, dass Sina das damals auf dem Sub hatte, zumindest einer dieser Teile, wenn es eine Reihe ist, keine Ahnung, von Melanie Lynn Hauser, Supermom räumt auf, ein Heldinnenroman. Ich meine, du hättest sowas gehabt in Gelb. Kann gut sein. Damals, als wir noch diese, als unser größtes Highlight war. Als wir noch versucht haben, mit Flintsteinen Feuer zu machen. Nein, unser größtes Highlight war es damals, wenn in diesem großen Einkaufszentrum hier in der Gegend Thalia, Weltbild. Es war damals noch nicht Thalia, das war damals Grötefin. Ja, erst hat es Grötefin gemacht und danach hatte es Thalia auch gemacht. Oder Thalia, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. So, und Weltbild halt. Ja. Die ganzen Buchläden hatten die ganze mittlere Passage von diesem großen Einkaufszentrum genommen. Es zog sich sogar noch so in L-Form. Also so, und überall waren Bücher. Riesige Bücherstände. Ja. Und alles Remittenten. Und du hast damals ein Buch, damals in der guten alten Zeit, als so eine Remittente noch 2 Euro gekostet hat und nicht 4, haben wir da ordentlich eingekauft. Und es gab noch Preisnachlass. Also je nach 5 Bücher wurde es schon günstiger, hatte man 10, wurde es nochmal günstiger. Lasst uns raten, wir haben viel gekauft. Ich glaube 3,49 Euro bis 4 Euro, 3,99 Euro ist im Moment so der gängige Preis für Remittenten. Früher war das weit weniger. So, und da haben wir natürlich dann, wir sind einmal baden gegangen, können wir so sagen. Genau, das war aber kurz nach Sinas Geburtstag und das passte sich also prima. Da haben wir dann richtig ordentlich zugelegt, also losgelegt meine ich. Ja, da sind wir dann richtig bepackt und wir haben uns Stunden Zeit genommen, diesen Laden von vorne nach hinten und nach hinten nach vorne durchzusuchen und die ganzen Stapel uns anzugucken und da drin zu wühlen, bis man mal irgendwie etwas gefunden hat, wo man gesagt hat, oh, und natürlich sind dann, wenn man gerade noch ein Buch brauchte an diesem Stand, weil man konnte nicht die ganzen Stände verbinden, das waren immer Einzelstände, das war doof, dann hat man sich nochmal was mitgenommen, was vielleicht was für einen sein könnte, ja. Und ich glaube, dass in dem Zug das vielleicht auch drauf gewandert war. So, und ich erzähle euch jetzt, ja, da haben wir es doch schon, das ist der zweite Teil. So, Superman Returns. So, der Badreiniger spricht zu ihr und Meister Popper entführt sie in ein unterirdisches Forschungslabor. Immerhin kann Birdie Lee, alias Superman... Genau, weil es ein zweiter Teil ist, lesen wir es nicht vor. Ist doch jetzt egal, jetzt bin ich in der Hälfte. Nein, aber komm, es ist der zweite Teil. Okay, auf alle Fälle. Vielleicht nimmt es was ab, vorweg. Ja, das stimmt natürlich. Es könnte ja unter Umständen sein, dass ihr den ersten Teil gelesen habt oder wollt ihn jetzt lesen und ich verrate euch jetzt zu viel. Auf alle Fälle hört sich das eigentlich ziemlich humorvoll an. Aber ich glaube nicht, dass ich für den ersten Teil jetzt Geld ausgeben werde und ich glaube nicht, dass er uns so schnell über den Weg läuft. Sag das nicht. Ich kann euch nur sagen, es ist fantastisch und ich weiß nicht, ob es das Gesetz der Anziehung ist, aber man findet durchaus Bücher, über die man gerade geredet hat. Siehe meine Xenz-Reihe. Ja. Siehst du. So, und dann ein Buch, über das ich mich auch sehr freue, Der gestiefelte Kater, erzählt von Erich Kästner. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den nicht mittlerweile haben, aber wenn, ist es so eine verfledderte Ausgabe. Ich glaube, der war sehr mitgenommen und den haben wir weggetan. Meinst du? Ja, weil eigentlich wollte ich diese ganzen, ich habe die Familien aus oder die Kästner für Kinder. Der steht sogar hinter dir, direkt hinter deinem Kopf. Einmal zur Seite den Kopf. Wo denn? Ach ja, da oben steht's, in der Ecke. Das da, das Gelbe da vorne. Das ist die, also Kästner für Kinder, da sind diese ganzen Geschichten drin. Würde ich mir heute so nicht mehr kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich diese Bücher einfach viel, viel schöner finde. Das mag Nostalgiegründe haben, keine Ahnung. Ich bin kein Fan von Sammelbänden. Ja, also ganz selten. Also so ein Schuber ist toll,
aber dann sind es ja auch immer Einzelbände, aber da sind die Geschichten alle drin und es ist so dünnes Papier, also ich würde mir heute nicht mehr kaufen. Und von daher freue ich mich immer, wenn ich eine gut erhaltene Ausgabe in diesem Format finde, weil ich mag das. Also da sind auch diese, das von wann ist das? 1980 ist das geprintet worden. Ihr habt dann halt eben noch Illustrationen drin und irgendwie liest sich das auch viel, viel besser. Ich finde es vor allen Dingen schöner, wenn man jetzt wirklich eine der Geschichten sucht, dass man es nicht in so einem... Ich mag auch nicht so fette Bücher dann haben. Dann lieber diese schmalen, das hat mir ja auch eine für vier vermurkst. Ich hatte diesen Sammelband und ich hatte einfach keinen Bock, dann den zweiten, dritten und vierten oder wie viele da drin waren, dann in diesem Sammelband zu lesen. Es war schwer, es war klobig. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwo durchkommt. Ich mag das nicht. Wo habe ich ihn? Was suchst du? Sneaky Pie? Ja. Da vorne. Das ist hier jetzt hier auch wieder das Problem. Ihr habt gleich zwei drin. Das ist zwar sehr schön aufgemacht, aber vielleicht habe ich nach dem ersten Band erstmal hier genug. So, und dann habe ich immer das Gefühl, es ist unerledigt. Und das mag ich einfach nicht. Ich bin jemand, der Sachen gerne abschließt und von daher... Das ist doch genauso jetzt wie mit den Xens. Ma hat im Januar, Februar hat sie diese Xens-Reihe angefangen zu lesen. Die ersten drei Teile sind drin. So, jetzt steht es da auf dem Sub. Wäre es jetzt der zweite, hätte sie wahrscheinlich, Ma ihn schon gelesen. Aber so gerät er auch einfach immer in Vergessenheit. Und es ist nervig. Also vor allen Dingen, es sieht dann ja auch so aus, das Buch ist so dick, es sieht dann immer so aus, oh, so ein dicker Brocken, willst du den jetzt wirklich lesen? Ich weiß es nicht, ich lese im Moment nicht super gerne dieses Format. Ich lese lieber Normalformat. Also jedenfalls nicht zu dick. So, und dann habe ich irgendwie immer diese Schwelle, da wieder beizugehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es ist eigentlich blöd, aber so ist es nun mal. Okay, aber den gestiefelten Kater muss ich euch jetzt so nicht vorstellen. Ich werde ihn trotzdem nochmal lesen. So, und dann haben wir hier ein Buch, das tauschen wir aus. Das ist von Judith Merkel Reilly, Die Hexe von Paris. Ich habe euch von der Autorin ja schon ordentlich vorgeschwärmt. Ich habe eine ganz alte Ausgabe irgendwie aus einer Bibliothek, die schon ziemlich mitgenommen aussieht und darum werde ich die mit diesem Buch, leider keinen Schutzumschlag mehr da, werde ich die austauschen oder werde ich das Buch austauschen. Ja. Gut, und dann sind wir jetzt auch mit dem Tauschregal. Das ist übrigens kein Teil von irgendeiner Reihe. Wenn ihr von ihr mal was lesen wollt und ihr wollt keine Reihe anfangen, dann ist das ein Einzelband der... Bist du sicher, dass es ein Einzelband ist? Ja, und der war wirklich gut. Ja, und da vorne liegt tatsächlich schon das nächste. Wir haben es ein bisschen schwören lassen. Amy Maus, nein, nicht lieb sein. Ich sage, ich bin lieb, aber ich sage Bescheid, dass da vielleicht jemand ist, den ich verjagen kann. Ja, ja, genau, da vorne liegt schon der nächste Teil. Und wir haben es ein bisschen schludern lassen, um für euch aufzunehmen. Das heißt, ganz wir werden jetzt... Und wir kommen ja auch nicht mehr so oft zum Tauschregal, wie wir sonst gekommen sind. Ihr kennt ja die Umstände. Und das Tauschregal ist im Moment auch nicht sonderlich prall. Ja, das ist also ein bisschen sehr aussortiert und von daher hat das jetzt auch ein bisschen gedauert. Und wir nehmen ja nicht alles mit, ne? Ja. Wir nehmen nämlich nur das mit, was wir... Okay, gut. Was wir haben da so, interessant das ist. Interessant ist, nehmen wir mit, genau. Was dann uns zu Hause nicht interessiert, weil wir haben keine Lust, uns die Klappentexte vorm Tauschregal vorzulesen oder reinzulesen oder so, geht gleich wieder in die Tüte geht wieder zurück ins Tauschregal. Genau. Und wir nehmen ja auch ganz oft hier unsere Kleine mit und die findet das ziemlich totlangweilig. Die sitzt dann da und die findet es echt nervig und dann hast du auch gar keine Lust da mehr zu sitzen, ne? Ja, also Tauschregal ist nicht so ihrs. Sie wird dann auch pampelig. Also sie, obwohl dieser eine Mann da den einen Tag, den hat sie, ich habe es noch nie bei ihr erlebt, sie hat ihn am helllichten Tag, also wenn man nachts, sollte keiner so nah an uns vorbeigehen, da sind wir ehrlich, weil da wird sie dann vielleicht auch pampelig, ja. Aber tagsüber hat sie noch nie einen Passanten angemacht. Und da wurde sie richtig böse. Ja, aber der hatte auch irgendwie einen Werkzeugkoffer oder so in der Hand. Das erste Mal hat sie ihn beobachtet und als er das zweite Mal an uns vorbeigegangen ist, hat die... Hast du gedacht, die wollen Frauchen entführen? Hat die richtig Lärm gemacht. Also richtig Lärm, richtig Rabatz. Ja,
Und danach war sie stolz, hat sich riesig gefreut, dass sie ihn verjagt hat. Komm mal hoch. Ja, unsere kleine Emma. Komm mal hoch. So, Emma, ja, komm mal hoch. Kleiner Bollermann ist das. Wenn die steht, geht die mir so bis hier. So. Also wenn sie sich auf die Hinterbeine stellt, ne? Ja, gut, nicht. Ich bin natürlich auch nicht die Größte, also von daher. Mal ist 1,65, bin 1,68, also ja. Keine Riesen. Keine mehr. Riesen, nein, 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 klein sind wir. Wäre gerne groß. So, ich nicht. Okay, meine Lieben, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und schaufelt euch Zeit zum Lesen raus. Ganz ehrlich, Lesen tut gut. Ich kann es nur immer wieder sagen, es beruhigt unglaublich. Es sei denn natürlich, man liest was richtig Spooky-mäßiges, aber ja, gut, bis zum nächsten Mal.